Damit sie es absetzen. Oh. Oh okay. Das ist meine Mutter. Also es sind Sachen, die kann man gar nicht, das ist keine blöde Person, sie ist wirklich, das ist eine hochintelligente Frau. Aber dann sowas. Mit der Schwester genauso. Also sie hat ja jetzt die Schwester ist ja jetzt ein bisschen erfolgreicher in dem, was sie macht. Und ja, das ist, da hat sie auch schon Diverses versucht, irgendwas so wieder einzuklagen oder sonst was. Oder wenn man zum Beispiel meine Schwester irgendwo ein Interview gegeben hat, meine Mutter hat den Journalisten auswendig gemacht, hat dann gerufen, das stimmt nicht, das. Also, ja. Normalerweise müsste sie stolz auf ihre Kinder sein, aber sie ist. Was hat sie davon? Aber es gibt auch ohne gewiss davon, dass es Mütter, die sich so verhalten. Das kann sein, deswegen. Ich habe ja zum Beispiel sehr viele Lesungen an Schulen zum Beispiel. Und ich versuche den Schülern, auch wenn sie jetzt nicht meine Vergangenheit hatten, es gibt ja diverse andere Sachen, die man in Deutschland so hört. Völligerweise jetzt auch gerade mit der katholischen Kirche, das zum Beispiel, das ist ein Thema, wo man dann sieht, sogar 40 Jahre danach, nach diesem ersten Vorfall, oder, ne, dass diese Menschen, wenn sie darüber reden, zum Beispiel jetzt immer noch vermummt, verschleiert sind, weil sie sich doch dann so gravierend, noch so lange danach, trotzdem noch schämen. Weil in der Schule, ich versuche den Schülern zu sagen, egal was es ist, egal ob ihr jetzt gerade ein schlechtes Elternhaus habt, egal ob ihr Probleme mit Freunden hat in eurer Clique oder sonst was. Ja, es gibt immer ein Danach. Die Zukunft liegt immer in deiner Hand. Und die kannst du gestalten. Vergangenheit kann man nicht gestalten, aber die Zukunft kann man immer gestalten. Wenn man meinen Blick auf die Vergangenheit verändert. Richtig. Und deswegen, man muss sich mit der Vergangenheit konfrontieren und sich damit auseinandersetzen und dann geht es weiter. Oder zum Beispiel auch, es ist ja sehr oft in den Medien in Deutschland, was ich auch nicht gut finde, dass man sagt, ja, dass man Sachen entschuldigt, zum Beispiel jetzt irgendein Vergewaltiger oder zum Beispiel diese brutalen Schläger, die in München den einen Herrn zusammen. Man entschuldigt sich mal und sagt, ja, die wurden ja in ihrer Vergangenheit auch geschlagen. Deswegen kriegen sie ein milderes Urteil oder sonst was. Das finde ich nicht, das ist keine Entschuldigung, weil gerade diese Menschen, die sollten es wissen. Die sollten wissen, was es heißt, so zu leiden. Und deswegen, an anderen Menschen braucht man das nicht antun. Ne? Also ich bin, wenn man mich fragen würde, sollten solche Menschen viel härter bestraft werden. Weil sie wissen ganz genau, was sie machen. Und das versuche ich. Ich weiß nicht, ob... Ja. Ich habe mir eine Milch bestellt zum Beispiel. Also das war für mich kein Problem gewesen, weil ich einfach dieses Interesse nicht hatte dafür. Ich habe kein Verlangen danach. Wirklich. Ich weiß nicht, wie ein Sekt schmeckt oder wie ein Bier schmeckt. Also ich weiß es nicht. Auch kein Wein. Ich weiß es nicht. Und ich habe auch nicht für das Bedürfnis. Das ist für mich, das sind Ausflüchte. Flüchte sind irgendwas, was im Endeffekt dir sowieso nicht gut tut. Weil nachher landest du dann in einem nächsten Problem, da läufst du dich dann voll oder guckst dich voll oder brennst dir die ganzen Gehirnzellen weg mit irgendeinem Marihuana-Zeug. Das hilft dir ja auch nicht weiter. Dann hast du das eine Problem und das andere noch dazu. Also, das hilft auch nicht. Das ist eine momentane Erleichterung. Aber, oder ein Wegwischen, eine momentane, aber im Endeffekt kommst du ja wieder an, wird es noch schlimmer, noch tiefer sein. Erlebt mit ihm, gehört und ja, das, ich denke im Prinzip, es ist nicht der Ort für Beifall und es ist nicht der Moment für Beifall, aber ich denke, dass wir alle ein sehr großes Gefühl von Dankbarkeit und Respekt gegenüber haben, dass sie so viele ihrer Erfahrungen mit uns geteilt haben und uns aber auch, also so empfinde ich das, so Wege gezeigt haben, dass wir jetzt nicht in Mitleid dahin fließen müssen, ja, sondern also eben diesen Respekt, ja, so ihre Erfahrungen zu nehmen und ja, und zu gucken, dass sie in den Höheren auch ein Stück
Hilfe zur Verarbeitung das unserer eigenen Erfahrung. Ja. Also ich würde mich freuen, wenn jeder für sich, auch wenn es nur ein Wort ist, welches man mitnimmt, dass man das mitnimmt für sich und vielleicht auf irgendeine Weise auf das Leben, das eigene Leben bezieht und daraus Hilfe für sich. Allerdings auch Buchhandel, aber hier, ich signiere die auch. Ja. Ich habe mal das gerade verliehen. Nee, ich mach das. Das wäre toll. Du hast ja die Umgebung.